wir sind auf dem Mond gelandet. Hier in der Base der bösen Krusionen. Wir sind auf der Suche nach Peach. Und ich glaube, ich weiß, wo sie sich immer umgezogen hat. Was zur Hölle? Oh, ist das cool. Kann ich meinen Partner hier anders ändern? Er ist einfach nur ein Cooper. Ja, okay, macht Sinn. Aber Gubrina sah ein bisschen mehr anders aus. Also, sorry, der Sprite. Bisschen weird. Little Boshi, kann ich ihn reiten? Nee, ich kann deren Abilities hier nicht benutzen. Oh, ist das cool. Voll das coole Easter Egg. Warum ist das so ein bisschen rötlich? Oder? Sehe ich das nur so? Sieht auf jeden Fall so ein bisschen rötlich aus. Na gut, genug Spaß gehabt. Was geht hier ab? Reihenfolge der Schalter. Links, rechts, Mitte. Nicht vergessen. Okay, links, rechts, Mitte. Easy. Aktueller Sicherheitscode. 014029. Nicht vergessen. Okay, warte, ich schreibe das auf. Was ist das? 014? Ja. 029. Okay, got it. Got it. Links, rechts, Mitte. Haben wir noch irgendwas? Können wir jetzt einfach so das ganze Spiel rumlaufen? Mit der Musik? Komm, das wird auch lustig. Oder wir wechseln uns kurz um. Ah ne, können wir gar nicht. Nö, wir bleiben für immer so. Wir bleiben für immer so. Oh. Wir hatten unseren Spaß, während es geblieben ist. Aber hey, wir haben den Code, den wir endlich brauchen, um weiterzukommen. Oh mein Gott, ich weiß, wo wir sind. Vielleicht wisst ihr es auch schon. Aber hier saß der große Böse von den Krusionen. Und hey, wenn bei seiner Base hier niemand ist, dann nehme ich einfach mal sein Stuff. Was haben wir hier so rumliegen? Oh, eine Schlüsselkarte mit einem Herz drauf. Erforderlich für das Öffnen einer Tür im Hauptquartier der Krusionen. Oh, danke. Und die hier müssen wir irgendwie noch ausschalten können. Oder nicht? Gott, dieses ganze Gelächter von Peach. Muss ich mal raustun. Ne, irgendwie können wir hier die nicht ausschalten, die Piranhas. Schade. Weil die nerven. Vielleicht will die Mario aber auch nicht ausschalten, das weiß ich jetzt nicht. Okay, ja komm. Ist egal, hauen wir ab. Vor allem von dem Typen. Idiot sieht uns eh nicht. Hat sich genau dann umgedreht, geil. Waren wir hier schon? Mal sehen. Ja, ja, okay, von hier sind wir. Ne, warte, stopp, 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 stopp. Wir können trotzdem noch mal hier rein. Weil, als wir oben angefangen haben in dem Lüftungsschacht, da gab es noch einen Weg nach links, wo man auch noch hätte lang können. Und das würde ich mir noch mal anschauen. Wo wir dort lang kommen. Also, wo wir da ankommen. Es gibt noch mehr als das. Oha, wie weit geht denn das? Oh, nett. Ein herrlicher Sternsplitter. Okay, ich schätze mal, dass beide Schächte hier wichtig sein werden. Fallen wir erstmal einen nach dem anderen runter. Aha. Sieh mal einer an. Ne, warte, wir machen es safer. Wir machen es einfach ganz, ganz safe. Kopio. Mach dein Ding. Danke. Zahnrad. Sehr schick. Alter, da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Wahoo! Ne, da komme ich scheinbar jetzt nicht mehr hoch. Wieder zurückrennen. Na, nicht so. Ist halb so wild. Oh, außer ich muss gegen den kämpfen. Dann schon. Schnell weg hier, Kupio. Okay, es hat geklappt. Sehr nice. Guck mal, die kreieren da die ganzen Gegner. Seht ihr das? Da diesen Behältern. Wir müssen uns wirklich jetzt langsam beeilen. Von denen dann das letzte Sternjuwel stehlen. Und dann, na gut, was dann eigentlich? Das Ionentor öffnen und dann? Ist das überhaupt eine gute Idee, das Ionentor zu öffnen? Oder wir verschließen es doppelt und dreifach. Das könnte auch passieren. Vortragsabend. Kräutertees im Alltag. Und rege Teilnahme wird gebeten. Okay, Kupia ist okay. Kollege. Muss mein Zimmer aufräumen. Morgen wichtiger Termin, werde mich jetzt ausruhen.
Was? Wie bitte? Vor Verlassen des Labors. Sicherheitscheck nicht vergessen. Okay, dieses Rätsel haben wir eigentlich schon mit Peach gemacht, deshalb schätze ich, gibt es hier nichts mehr für uns. Trotzdem seltsam. Wirklich, wirklich seltsam. Oh. Ja, hallo? Nee. Spiel sagt uns nicht, wie man hier weiterkommt. Oder ist das Try and Error? Nein, niemals, oder? Kann ich vielleicht meine Partner ein bisschen opfern? Ja, dem tut das weh. Was ist hier vorne? Nee, okay, ich kann hier nur seitlich werfen. Nee. Ich glaube, das können wir nicht machen. Nein, warte! Die Map da im Hintergrund. Tatsache, die Map im Hintergrund. Bam, bam, bam. Boah, ich fühle mich hier wie bei Undertale. Was zur Hölle? Ah, ich wusste nicht, wo ich war. Ich habe mich ganz kurz irritieren lassen. Ah, ich Idiot. Bam, bam. Ganz nach oben. 1, 2, 3. Das hier mitnehmen, weil es kann. Ein Schäfchen. Na, obwohl, weißt du was, nimmst halt nicht mit. Egal. So. Und wir kriegen als Belohnung die Schlüsselkarte in Rot. Okay. Boah, ich dachte, wir kommen hier wirklich nicht weiter. Alter. Krass. Sind die dumm vor allem? Warum lassen sie denn die Lösung des Rätsels hier an der Tafel, an der Wand stehen? Vollidioten, ehrlich. Na, vor allem er. Der kann nur werfen, der kann aber nicht hinterherrennen. Also wenn es hart auf hart kommt, ist das keiner, auf den man sich verlassen kann. Tja, die Korrosion scheint wohl doch nicht so schlau zu sein, wie wir anfangs dachten oder vermutet haben. So, gehen wir erstmal rechts lang. Gut, dass ich mir den Code aufgeschrieben habe, weil den hätte ich jetzt schon längst vergessen. Den brauchen wir nämlich hier, aber erstmal ein bisschen Wundkampf machen. Juhu! Wow! Oh Mann. Haben wir den schon besiegt gehabt? Na egal, was soll's. Barbara. Mach mal deinen Wirkus. Wirft allen Gegnern Küsse zu und verwirrt sie dadurch. Das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Na komm. Nö. Die stehen nicht so auf Mädchen, wie es scheint. Toll. Na egal, ich habe zumindest mal ausprobiert. Habe auch generell das Gefühl, dass diese neuen Attacken, die sie jetzt erlernen können, eher so gimmicky sind. Oh oh. Oh oh. Der ganze hintere könnte sehr gefährlich werden. Wir müssen dringend was unternehmen. Was? Nein, keinen Felsen werfen. Keine Steine hier. Kannst du irgendwas machen? Ich glaube, alle Gegner mit Flammen an. Setzt sie auch in Brand. Machen wir das. B, B, A, X, Y. Das war's schon? Nice. Oh oh, aber den können wir gar nicht angreifen. Okay, okay, Verteidigung. Steigt Nummer 1? Ist das aber ein Scherz? Ja, vor allem greift der Barbara an. Aber okay, Barbara hat zumindest gut ausgehalten. Immerhin etwas. Bam! Oh, Alter, also Barbara ist wirklich sehr stark. 6 Damage? Sehr nice. Ich kenne auch was anderes, was sehr nice ist. Ein Level Up! Mein Freund, ihr kennt mich. Ich lerne nie aus meinen Fehlern. Ich mache jetzt OP, um BP zu erhöhen. Ja. So sieht's nun mal aus. Das ist so stupid, Mann. Egal. Hauen wir rein. Oh, doppelter Loot. Nice. Interessant auch, dass der Zauber hier niemals aufhört in dem Spiel. Also, weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, aber ist auf jeden Fall aufgefallen. Warte mal.
Wir haben eine Mail. Es ist Zeit von Aurelius. Bomber Luigi, oder? Ich hab dich noch nicht vergessen. Habe trainiert wie die Hölle und bin jetzt stärker als je zuvor. In der Arena kann mich absolut niemand aufhalten. Nur die Wunde juckt manchmal noch. Die Wunde, die dein Granatenhammer in meinem Stolz geschlagen hat. Haha. Erwarte keine Gnade, wenn du noch einmal in die Arena kommen solltest. Diesmal werde ich dir zeigen, was eine Hake ist. Aurelius, die Nummer 1. Du willst mir sagen, Dark Toadster ist nicht mehr die Nummer 1? Das glaube ich dir nicht. Okay, das Passwort. Bevor ich es vergesse. Warum auch immer hier ein Zeichen fehlt, keine Ahnung. 0, 1, 4, 0, 2, 9. Passwort überprüft. Passwort stimmt. Sehr gut. Oh nein, nicht er schon wieder. Hey, dich kennen wir doch. Also zumindest eine nicht so stahlharte Version. Sag, was willst du hier? Du willst nur unser Rechenzentrum und brauchst den Liftschlüssel? Nun, du wirst mit mir um den Schlüssel kämpfen müssen. Doch wenn du verlierst, ist dein Leben in ernster Gefahr. Was wirst du also tun? Kämpfen. Ha, für dich gibt es kein Entkommen mehr. Oh oh. Zeit für eine weitere Quizshow. Es ist soweit. Zeit für das große Krusion-Quiz. Barbara, wir kriegen das hin, oder? Du siegst, wenn du auf 5 der folgenden Fragen richtig antworten kannst. Wenn du aber 3 Fehler machst, so wird dein Schicksal schrecklich sein. Kommen wir zu der Frage 1. Was verbirgt sich in diesem Raum, hm? Naja, ich will mal hoffen, der Liftschlüssel, oder? Liftschlüssel, hm? Bist du dir sicher, Mario? Da liegst du wohl Gold richtig. Zu leicht, verdammt. Okay, das wird dich jetzt in Verderben stürzen, diese nächste Frage, ja? Oh, okay, Fall 2. Wer wartet in Blütenweile auf Kupios Rückkehr, hm? Kupine? Die Freundin von Kupio? Kupine, bist du dir sicher? Aber da, Logo. Schon wieder Gold richtig, verdammt. Okay, Frage 3. Die ein Goomba, Hothead, Käfer und Buhu. Wie viele Beine gibt es insgesamt? Goomba hat 2, Hothead hat keine, Käfer hat 4, Buhu hat keine. Also 6. 6 Beine. Bist du dir da sicher? Ja, komm, ich hab's doch laut gerechnet, komm. Mann, blödes Publikum, sagt dir immer alles voraus. Nein, Bro, ich hab einfach selber gezählt. Das glaube ich dir nicht, niemand kann Mathe. Naja, wir fangen erst gerade an, weißt du? Bereit für Frage 4? Dann schnell, wo befindet sich das diamantene Sternjuwel? Falkenheim war es nicht, Falkenheim war vergoldet. Schiff könnte sein. Ich glaube nicht, dass das allererste Diamant war. Glimmerliner. Ja, das war so in einem weißen Raum. Das könnte es gewesen sein. Ich sage entweder Glimmerliner oder das andere. Okay. Falsch, Dummkopf! Zwei Fehler und ich erwarte ein schreckliches Schicksal! Nächste Frage. Frage 5. Wer war der erste Champion in der Arena von Falkenheim? Dark Toadster, Dark Roadster, Dark Bomber, Dark Konga. Okay, ja, Dark Toadster natürlich, ist eine Joke-Frage, glaube ich. Natürlich! Okay, ich gebe zu, dass da war aus Mitleid, okay? War ein bisschen traurig, wie du es vorhin verkackt hast. Aber egal, jetzt Frage 6. Palmina und Romanze aus Roningen, was haben sie auf der Insel verloren? Ein Ehering. Armreif, Halsband, Nasenring. Nee, ein Ehering. Das haben die nämlich zweimal verloren, also müsste ich das wissen. Ja, Spannung, oh mein Gott, oh, richtig, oh, wow, ey. Das ist auch korrekt. Das 5 Fragen korrekt beantwortet, der Sieg ist dein. Mama mia, yippie. Wo sind meine Erfahrungspunkte, hallo? Gar keine, okay, verstehe. Blub, blub, blub. Verflucht, ich konnte dich nur verlieren. Es ist unerträglich, hier dein Preis. Oh. Ha. Danke, Mann. Und dieser Liftschlüssel
gehört nun uns in Rot. Okay, lass mich überlegen. Wo geht's weiter? Ist es ein Liftschlüssel? Also würde ich mal vermuten, dass ich jetzt mit am Lift irgendwo weiterreisen kann. Das ist so geil. Andererseits, warte mal, lass mich mal kurz mal hier umschauen. Vielleicht ist der Liftschlüssel auch für hier in der Nähe irgendwo. Also hier kamen wir ja nicht weiter, weil uns ein Zahnrad gefehlt hat. Aber jetzt, wo wir das haben, geht das. Links, rechts, Mitte? Was war das nochmal? Ich mache einfach. Wird schon richtig sein. War es richtig? Ja, ja, doch, scheint richtig. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte erstmal kurz links, links, Mitte, rechts, aber nein, links, rechts, Mitte war richtig. Perfekt. Was lebt los? Oh, sei der Kran. Halte Y gedrückt, um sich nach links zu bewegen. Halte X gedrückt, um sich nach vorne zu bewegen. Nutze diese Technik. Stopp. Und los! Ohne Witz, spielt sowas niemals im Real Life. Diese Spiele sind sehr oft zu... Ja. Genau deswegen. Die sind komplett gerickt. Mario so, nein, ich hatte da keine X. Hey, aber nett. Ich muss kein Geld bezahlen, um hier zu spielen. Hätte ich jetzt wirklich erwartet, dass die sagen, nee, muss jetzt Münzen bezahlen hier. Na komm. Let's go! Yippie! Okay, solange das nicht despawnt, ne? Hole ich mir noch mehr Preise, ne? Workshop. Den kriegst du, den kriegst du. Vor allem, die verrutschen ja auch ein bisschen, ne? Na, ne, ich will schon alles haben. Also, nein, nicht, ich will jetzt nicht jede einzelne Münze. Nein! Nein, ist aus Versehen! Ah. Okay, eine Münze. Okay, eine Münze will ich haben, ja? Irgendwann muss ich ja auch mal einen Trostpreis bekommen. Nee, aber ich will auf jeden Fall die Orden und den Sternsplitter haben. Das war nicht so gut. Nee, das war überhaupt nicht gut. Der kriegt den ja gar nicht. Obwohl? Nee. Ja, natürlich fliegt es genau wieder dahin, wo es angefangen hat. Ja, okay, Spiel. Okay. Meinetwegen. Mann, das ist wieder so ein Game. Ich brauche mal einen 3D-Effekt. Ich brauche den 3D-Effekt, Mann. Ich kann gar nichts sehen. Geht doch. Muss man die irgendwie perfekt greifen oder wie ist das? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So, Sternsplitter noch. Und die restlichen Münzen kann dann ein anderer Glücklicher holen. Wir brauchen die nicht. Wir sind reich, Mann. Yeah. Eigentlich nicht. Aber wir kriegen noch anderweitig Geld. Das sollte kein Problem sein, hoffentlich. Nee, komm, B. Abbrechen. Ja. Beehren Sie uns bald wieder. Nein, auf keinen Fall. Protektor P-Orden. Schützt deinen Partner vor Statuseffekten wie Vergiftung oder Schwindel. Und das hier ist das gleiche nur für Mario. Naja. War ein optionaler Raum. Und die Sachen waren relativ optional. Aber hey, wir wollen ja sowieso alles machen. Also holen wir eher alles. Warum nicht? Das macht doch Spaß. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde das von allen Orten hier bisher alleine nur von der Musik am geilsten. Der Mond und das hier. Also den Mond macht sich jetzt nicht so vom Hin- und Herreißen, aber... Schau mal. Wo geht's jetzt weiter? Mein Gedächtnis ist nicht gut genug, um zu denken, mir zu merken, wo es war. Ach yeah! Ja, hab ich nicht gewusst, deshalb bin ich ja extra hingerannt. Ja, ja. Könnt ihr mir glauben. Also ich glaube mir zwar nicht, aber ihr könnt mir glauben. Ist eure Entscheidung. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir glauben. Was, 3, 4? Alter, wie tief haben die bitte in den Mond gebohrt? Oder war hier so ein riesiger Krater schon vorher, wo die das aufgebaut haben? Oh, es ist dunkel. Hey Barbara, du kannst nicht zufällig Feuer machen für eine Fackel? Pistisch! Waha! Yahoo! Was sind denn wieder hier? So schön ist ja. Oh, Mama Mia! Schlüsselkarte. Oh. Ding, die haben wir schon mal. Haben wir die hier? Oh ne, wir haben eine grüne.
Okay, ich glaube, hier rechts ist dann das Ende. Bedeutet, wir müssen noch die gelbe und die blaue Schlüsselkarte finden, um hier zu entkommen. Oder was heißt zu entkommen? Um Peach zu finden und dann zu entkommen. Ich hoffe, wir können Peach retten. Von diesen kranken Irren hier. Bitte, 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 bitte. Oh, Partystimmung hier. Hä? Och, nö. Ah, verstehe. Nee, das ist cool. Was ist eigentlich, wenn ich schon mal vorgehe? Also sind diese Plattformen erst dann... Ja, okay. Ja, wohl, weiß ich nicht. Sind diese Plattformen erst dann aktiv? Ah, okay, verstehe. Also ich muss immer warten. Ich dachte nämlich, der würde mir vielleicht nur zeigen, wo ich lang muss. Nein, der aktiviert sie auch. Okay. Lass uns vorsichtig weitergehen, aber beeil dich bitte, renn ich mit mir. Okay. So ist gut. Ist das ein gutes Tempo? Eigentlich ja. Eigentlich ist das sogar ein sehr gutes Tempo. Was zur Hölle? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Was geht ab? Warum wird das schneller, warum wird das schneller, warum wird das schneller? Alter, einmal im Kreis tanzen. Verstehe. Monkey Island mal wieder. Oh, okay. Oh, ja. Bitte nicht noch einen Affentanz. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Mann. Das ist der gleiche Fehler. Immer der gleiche Fehler. Ja, das wird nicht passieren. Okay. 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 Tanzen. Tanzen. Immer mit tanzen. Immer mit tanzen. Immer beim mittleren bleiben am besten. Ja, so. Das war aber richtig böse hier. Das war richtig, richtig böse. Ganz am Ende, ey. Die gelbe Schlüsselkarte. Boah, ohne Witz, das war ein richtig böser Raum. Was haben wir hier überhaupt? KP-Schlurfer? Ach was, komm, ich brauche die Items nicht. Ich habe gute Orden, denke ich. Sauber, jetzt, ja. Ich schätze, ganz unten haben wir noch nicht nachgeschaut. Da wird man wahrscheinlich fündig, wenn es um die blaue Schlüsselkarte geht. OG4. Ja, zumindest könnte ich die ganze Zeit diese Musik hören, ne? Boah, im Keller auf einmal angekommen. Das ist schon kühl ist hier in der Sommerwärme bei uns. Oh Gott. Am Schwitzen. Warte mal, das ist Peachs Raum. Das ist der Besen, den ich immer anstupse. Das ist ihr Raum, das ist ihr Zimmer. Und wie ist das ist? Peach? Peach, bist du hier? Tatsache, da ist jemand. Mario ist... Kannst du nicht einfach gucken? Komm, schnell mit Barbara verstecken. Oh, oh. Okay. Okay. Das ist also die öffentliche Dusche. Verstehe. Hm. Arme Peach, die sich die Dusche mit euch teilen muss. Ja, Barbara, kannst du dich drum kümmern? Daneben. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Aber egal. Da hat er immer noch ein Leben. Was macht er? Wir sind langsamer. Was bewegungsunfähig? Also komplett? Oh nein. Warum habe ich das Timing verkackt? Och nee. Ja, schön für dich, Barbara. Kann ich mit was machen? Oh nein. Das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt. Ey, Mario stirbt, ne? Ein Hit und Mario ist tot. Come on. Gott sei Dank. Auf da. Yahoo! Waha! Okay. Aber wenn Peach nicht hier ist. Wo ist sie dann? Wo hat Crucius sie hingetan? Oh hey! Naja, immerhin. Er hatte die blaue Karte. Können wir jetzt duschen gehen ein bisschen? Ein bisschen anmachen? Nee. Mario weiß nicht, wie man eine Badewanne anmacht. Vielleicht auf Toilette gehen. Hier rein da. Nee. Mario muss nicht. Er ist ready. Er war vorher schon duschen. Jetzt ist er ready. Okay, aber was ist denn rechts?
Wenn es oben rechts weitergeht, was ist denn hier unten rechts? Miau. Ist hier irgendwas, irgendjemand? Hallo? Tür ist geschlossen. Nee. Also vielleicht geht's da weiter. Und oben ist nur der... die Karte, um hier weiterzukommen. Aber eigentlich wirkt's anders. Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt die Schlüsselkarten und können uns rechts umschauen. Also machen wir das auch. Ich weiß nicht, was ich von Peach halten soll jetzt. Machen wir schon so ein bisschen Gedanken. Was ist, wenn es ihr nicht gut geht? Was ist, wenn sie... Wenn Crucius Peach benutzt so eine Waffe gegen uns? Wer weiß, vielleicht weiß Prinzessin Peach aber auch hinter dieser Tür. Ja, das kann auch sein. Schauen wir mal. Nee, ist sie nicht. Ich hatte ihr Parfüm gerochen. Sie ist leider nicht hier. Aber ich weiß, wer hier ist. Ein kranker Irrer. Oh, viele kranke Irre. Hey, warum so viele von euch? What the hell? Wie wär's, wenn ich euch mal einen kleinen Trick zeige? Das ist ein richtig cooler Party-Trick. Passt mal auf, Freunde. Bab. Ja, hör auf. Ja. Pss. Ey. Okay. Vorhin habe ich das Timing versaut, Barbara, deshalb war ich ein bisschen vorsichtig, dass es nicht nochmal passiert. Hat aber alles gepasst. Boah. Alter, gegen die zu kämpfen lohnt sich immer. Boah, das ist richtig viel. Yippie! Und auch das Geld schmeckt. Kommen wir da durch? Nee, aber hier können wir durch. Ich habe aber gerade geguckt, ob es hier vielleicht so einen kleinen Eingang gibt. Oh, hi Baba. So einen kleinen Eingang gibt, wo man sich so rollen muss. Oh ja, hier. Nee? Nicht? Ah nee, doch nicht. Wie komme ich nochmal raus hier? Ah, B. Hier komme ich nicht lang? Oder muss ich hier irgendwie die Maschine anmachen, hier vorne? Vielleicht gegenhauen? Nee. Komme ich da dran? Kann ich vielleicht den Kollegen rüberwerfen? Tatsache. Oh. Ich habe nicht gedacht, dass ich so weit springen kann, beziehungsweise dass ich ihn so weit werfen kann. Aber doch. Das scheint zu funktionieren. Und kann ich jetzt vielleicht darunter sein? Da hat mir das irgendwie aber immer noch nichts gebracht. Moment mal. Sei denn. Nee, ich kann den nicht beeinflussen. Oder warte mal. Was ist, wenn ich einfach nur springen muss? Ja! Ja, okay, wohin? Aber doch, warte mal, da ist doch irgendwas über uns. Ah nee, das ist da drüben. Nee, keine Ahnung. Sonst ist hier auch nichts. Da hinten ist die... Ah, da hinten ist eine Keycard. Wahrscheinlich für unten den Raum. Ah, okay. Unten ist dann also das Ende. Okay. Ah, ich bin einfach dumm. Ah, das ist es also. Ah, cool. Ich habe bei Barbara immer noch an Buet gedacht. Das ist sogar gut. Nee, nicht... Hieß sie Buet? Nee, Lady Bu hieß sie. Nee, Buet war was ganz anderes. Okay, sorry. Ja, auf jeden Fall an Buet habe ich gedacht. Aus Paper Mario 1. Nee, warte. An das Ding muss ich mich wahrscheinlich heften, oder? Nein? Okay, warte mal. Hier ist eine Röhre. In die ich nicht rankomme. Oder? Nochmal springen! Oder warte mal, kann ich hier lang? Hier? Nee? Von hier aus? Hallo! Oh mein Gott. Papa Mario 64 hier. Nee, aber doch, das geht. Ich kann hier lang. Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Schon mal im Hintergrund. Eigentlich voll cool aufgebaut, das Ganze. So eine kleine Jump'n'Run-Passage. Zur Abwechslung, warum nicht? Yahoo!
Ich hoffe, da links ist nichts. Direkt neben mir. Ich weiß, okay, da ist ein One-Up. Eigentlich hätte ich den schon gerne. Ach, ich kann hier aber den Super-Jump nicht einsetzen. Warum auch immer. Okay. Warte mal. Hä? Was soll er? Warum ist hier eine Röhre? Ah, okay. Alles klar. Verstehe. Das bringt mich nur wieder zurück, falls ich den Jump verkacke. Ah. Nee, ich hab gedacht, das wäre so ein Secret. Ich dachte, unten würde so runterfallen, dann bist du tot, dann wirst du wieder nach oben teleportiert. Nee, das ist ein Rückweg, okay. Hm. Ja, ich weiß nicht. Will ich da an das One-Up extra noch rangehen? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Was um was? Wenn ich es nicht fast schaffe, dann nicht, aber doch. Ist ja einfach. Dann ist ja einfach, du. So, und da kann Mario erstmal seinen Superpilz fressen. Boah, ich sammle ja richtig, ich hort hier richtig die Ultrapilze. Habe ich gar nicht bemerkt. Nee, aber das... Das ist ganz gut. Denn die Ultrapilze können wir ja noch benutzen für einen harten Bosskampf. Den wir ja bestimmt auch noch gleich haben werden. Okay, was heißt gleich? Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall demnächst. Nein, oh oh. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Nein. Oh toll, da oben ist noch was gewesen. Warte mal, wo bin ich? Wo bin ich hier? Was zur Hölle? Okay. Freunde, ich würde sagen, wir klären das Mysterium in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht und ob wir vielleicht schon zum Boss kommen. Peach retten. Also ich sag Boss, weil immer am Ende eines Kapitels kommt ein Boss, ist auch egal.